Hey Formel 1 Freaks, letzte Woche habe ich ein Video über den tödlichen Unfall von Ayrton Senna in Imola 1994 gemacht und man kann eigentlich nicht über dieses Rennwochenende sprechen, ohne auch den Tod von Roland Ratzenberger nur einen Tag zuvor im Qualifying zu erwähnen. Dieses Rennwochenende ist in die Geschichte der Formel 1 als das schwärzeste Rennwochenende eingegangen, denn so viel Tragik und Trauer wie da bewältigt werden musste, gab es eigentlich sonst kaum an einem Rennwochenende. Und die beiden Tode von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger könnten nicht unterschiedlicher sein. Denn während der eine ein dreimaliger Weltmeister ist aus Brasilien, eine Ikone des Sports, der weltweit gefeiert wird und in Brasilien sogar als Held und Messias gefeiert wird, hat der andere, also Roland Ratzenberger, zu diesem Zeitpunkt erst ein Formel-1-Rennen bestritten. Und das ist der große Unterschied der beiden. Ja, der sehr erfahrene versus dem Neuling, der aber trotzdem schon 33 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Das ist auf jeden Fall Roland Ratzenbergers Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde, denn die darf man auch nie vergessen, wenn man über dieses schicksalhafte Rennwochenende in Imola 1994 spricht. Abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos und bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ich danke euch. Roland Ratzenberger kommt am 28. April 1994 aufgeregt und freudig in Imola beim Grand Prix, beim dritten Grand Prix des Jahres, an und freut sich schon darauf, dass er endlich zeigen kann, was er mit seinem Simtech, seinem Ford Simtech, in diesem Rennwochenende schaffen kann und was er da rausholen kann. Denn es ist sein drittes Rennwochenende, aber erst ein Rennen konnte er wirklich bestreiten. Denn beim allerersten Rennen in Brasilien, da konnte er sich nicht qualifizieren. Denn damals war es so, dass nur maximal 26 Fahrer auf dem Grid im Rennen stehen durften, aber es gab mehr als 26 Fahrer, die daran teilnehmen wollten. Also musste man sich dafür qualifizieren. Und dafür gab es zwei Qualifying-Abschnitte. Einmal am Freitag und einmal am Samstag. Und jeweils, was man da für Zeiten fährt, hat dann darüber entschieden, welchen Startplatz man dann am Ende des Tages belegt. Die schnellste Zeit aus einem der beiden Qualifying-Abschnitte, die bestimmt dann, welchen Startplatz man am Sonntag im Rennen hat. So war das damals und Roland Ratzenberger, der kam an und hat sich darauf gefreut, dass er jetzt hoffentlich ja, die Qualifikation schafft und sein zweites Formel-1-Rennen bestreiten kann für das neue Simtech-Team, das es erst eben seit Anfang 1994 gab. Und dieses Team wurde vom Freund des FIA-Präsidenten Max Mosley, Nick Worth, gegründet. Alle wollten dieses Team zum Erfolg führen. Und so auch der zweite Fahrer David Brabham, der schon ein bisschen mehr Erfahrung in der Formel 1 auf dem Buckel hatte als Roland Ratzenberger, denn er war schon 1990 in der Formel 1 aktiv für 8 Rennen. Aber Roland Ratzenberger war kein Unbekannter und er war auch nicht unerfahren, denn er hat eine lange Zeit hinter sich im Motorsport in unterschiedlichsten Rennserien und hat dort unterschiedliche Erfolge gefeiert und sich wirklich einen Namen gemacht. Er hat die ersten Erfolge gefeiert 1985 in der Formel Ford Serie, da hat er 11 von 19 Rennen gewonnen und ist damit deutscher, österreichischer und europäischer Formel Ford Meister geworden. 1986, also ein Jahr später, hat er dann das Formel Ford Festival in Brands Hatch gewonnen. Das ist ein prestigeträchtiges Rennen und wenn man das gewinnt, dann zieht man die Aufmerksamkeit der Leute auf sich. Und so war es auch für Roland Ratzenberger. Er hat nämlich aufgrund dieses Gewinns einen Sponsor für sich gewinnen können, nämlich MTV, das britische MTV. Und ja, die fanden ihn sehr sympathisch. Und das ist natürlich auch wichtig für einen Sponsor, dass ja derjenige, den man sponsert, ein Sympathieträger ist. Und das war Roland Ratzenberger auf jeden Fall, ohne jeden Zweifel. Er galt als sehr sympathischer und immer lächelnder Kerl, der bei allen anerkannt war und viele mochten ihn. Selbst seine Gegner, zum Beispiel in der Formel 3000 Serie, die er dann in den Jahren nach 1986 unter anderem gefahren ist, da waren seine Gegner zum Beispiel unter anderem Eddie Irvine und Heinz-Harald Frentzen. Und als die beiden dann es Ende 1993 für Eddie Irvine und Anfang 1994 für Heinz-Harald Frentzen in die Formel 1 geschafft haben, da wurde es dann für Roland Ratzenberger langsam, ja, er war ein bisschen neidisch und er wollte auch in die Formel 1 kommen. Aber dazu später mehr. Erstmal noch ein bisschen was zur Karriere von Roland Ratzenberger. Wie ging es in den Jahren nach dem Formel Ford Festival also weiter? Nachdem Roland Ratzenberger also seinen ersten richtigen Sponsor bekommen hat und auch BMW auf ihn aufmerksam geworden ist, konnte er in den folgenden Jahren verschiedenste Rennserien fahren.
Er war unter anderem bei 24-Stunden-Rennen aktiv, er war bei Sportwagen aktiv und er ist sogar ein Rennwochenende in der DTM gefahren, als Ersatz für seinen österreichischen Landsmann Karl Wendlinger, der übrigens später einer von drei österreichischen Fahrern in der Formel 1 sein sollte, neben dem Roland Ratzenberger gefahren ist. Der andere war dann noch Gerhard Berger. Ja, auf jeden Fall war das eine Zeit, ja, des Umbruchs für Roland Ratzenberger, immer wieder verschiedene Rennserien, aber er konnte überall Erfolge feiern und sich im Rennsport halten. Und ab 1990 kam es sogar nochmal zu einem richtig großen Erfolg für Roland Ratzenberger. Er ist nämlich nach Japan übergesiedelt und fuhr dort Sportwagen für BMW und Toyota. Und konnte dort Erfolge feiern, die ihn auch endlich mal ein bisschen Geld verdienen lassen konnten und er sich dadurch ein kleineres Vermögen aufbauen konnte. Und durch diese Erfolge konnte er dann auch in der japanischen Formel 3000 Serie starten und war da der einzige europäische Starter. Das waren also richtig große Erfolge, die er da in Japan hatte. Und jetzt könnte man sich denken, warum hat er es nicht dabei belassen? Er hatte eigentlich alles, was man sich wünschen kann, beziehungsweise was er sich immer erträumt hat. Er hatte großen Erfolg in Japan, er hat viel Geld verdient und er hatte auch eine große Fangemeinde schon in Japan. Aber die Formel 1 war sein großer Traum. Es war einer von drei Träumen, die er hatte. Zum einen war es eben die Formel 1, zum anderen wollte er schon immer mal einen Porsche besitzen und zum dritten wollte er eine Wohnung in seinem Geburtsort in Salzburg besitzen. Das waren seine drei großen Träume. Und von diesen drei großen Träumen hatte er sich 1994 alle drei eigentlich erfüllt. Er hatte sich einen Porsche gekauft, mit dem er sogar zum Imola-Rennwochenende 1994 gefahren ist. Er hatte sich auch kurz zuvor eine Wohnung in Salzburg gekauft, wo schon ja kurz zuvor die Schlüsselübergabe war. Und dann schließlich ja, ist er in der Formel 1 gelandet 1994. Er hatte eigentlich alles erreicht. Aber er musste natürlich noch Erfolg haben in der Formel 1. Denn wenn man dort fährt, dann will man natürlich auch Erfolg haben. Und so auch Roland Ratzenberger. Er kam also dort voller Euphorie und aufgeregt in Imola 1994 an, denn er hatte ein Rennen zuvor sein erstes Formel 1 Rennen bestritten. Er hat sich da qualifiziert und zwar war das in Aida in Japan. Er wurde dann im Rennen zwar nur Elfter und das war ja letztlich der letzte Platz der noch fahrenden Fahrer, denn es sind tatsächlich 15 Autos ausgeschieden in diesem Rennen. Und ja, es waren am Ende eben nur noch 11 übrig von 26. Jetzt könnte man sagen, aber der letzte Platz in einem Rennen, das ist ja nichts, worüber man sich freuen kann. Aber in der Formel 1 damals war es, wie gesagt, schon ein Erfolg für ein Hinterbänkler-Team und vor allem für ein ganz neues Team, wenn man sich überhaupt für den Grid qualifiziert hat. Das heißt, wenn man ein Rennen bestritten hat, war das schon ein kleiner Erfolg. Und ja, das wollte Roland Ratzenberger jetzt in Imola auch wieder schaffen. Doch das Rennwochenende startete nicht sehr gut für Roland Ratzenberger. Denn seine Bremsen waren einfach nicht gut. Er hat dem Team mitgeteilt, dass die Bremsen nicht gut funktionieren und er sich nicht sehr wohl fühlt im Auto, beziehungsweise er hat nicht das Vertrauen, dass er das Maximum rausholen kann. Und um herauszufinden, ob nicht nur Roland Ratzenberger dieses Gefühl bei den Bremsen hat, sondern ob das vielleicht ein allgemeines Problem ist, hat man dann seinen Teamkollegen David Brabham in sein Auto gesetzt, der wie gesagt schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte mit Formel 1 Autos. Und er hat dann danach dasselbe gesagt. Er hat gesagt, die Bremsen sind schlecht und dass man da auf jeden Fall dran arbeiten muss und das in den Griff bekommen muss. Und das hat das Team dann auch wirklich geschafft, nachdem sie jetzt wussten, dass es ein objektives Problem ist und nicht nur von Roland Ratzenberger ein subjektives, haben sie die Bremsen verbessert. Und ja, es hat auch Wirkung gezeigt, denn Roland Ratzenberger hat sich immer besser im Auto gefühlt, hat sich immer wohler gefühlt und kam immer näher an David Brabham heran. Und David Brabham hat schon gedacht, oh, der könnte jetzt langsam ja in Stimmung kommen und mir gefährlich werden. Roland Ratzenberger hatte vor allem in den langsamen Kurven das Problem, dass er das Auto nicht richtig in den Grip bekommen konnte. In den schnellen Kurven, da war er wirklich top. Aber er musste die Balance im Auto noch finden für die langsamen Kurven und das Auto richtig abstimmen. Aber als es dann zum Qualifying kam, waren alle heiß darauf und auch ja euphorisch und optimistisch, dass das gut werden könnte. Zwar war das alles überschattet von einem schweren Unfall von Rubens Barrichello am Freitag, aber letztendlich wollte das Simtek-Team unbedingt es schaffen, ja, das Team weiter zum Erfolg zu führen. Und deswegen hat Roland Ratzenberger im Qualifying am Samstag, am 30. April 1994, dann auch wirklich alles gegeben in seinem Auto. Er hatte zu Beginn einen kleinen Ausritt auch schon, das hat man in den Datenaufzeichnungen gesehen, denn er hat das Auto danach ja nach links und rechts gewedelt, um den Dreck abzuschütteln und hat dann versucht, bis zum Start der neuen schnellen Runde eben alles wieder so hinzubekommen, dass das Auto dasteht mit vollem Grip für eine neue schnelle Runde.
Und das ist ja auch nichts Unübliches, dass man mal einen Ausritt hat und dann eben ja das Auto wieder so hinstellen will, dass man einfach ganz normal weiterfahren kann. Klar, er hätte auch an die Box kommen können und checken lassen, ob alles in Ordnung ist am Auto. Aber wer macht das schon bei einem ganz normalen, simplen Ausritt ins Kiesbett oder ins Grüne? Da denkt man sich ja nichts dabei und fährt auch des Öfteren, das machen auch die heutigen Formel 1 Fahrer, oft auch einfach durch. Beziehungsweise heute hat man halt auch mehr Sensoren am Auto, die registrieren könnten, wenn was nicht ganz stimmt mit dem Anpressdruck oder ähnlichem. Oder falls am Reifen was nicht stimmt. Aber Roland Ratzenberger hatte mit Sicherheit auch die Gedanken, ob er reinkommen sollte. Aber er hat sich dazu entschieden, weiterzufahren und hat die nächste schnelle Runde gestartet. Und das war dann die Runde, als in der Villeneuve-Kurve schließlich ein Teil von seinem Frontflügel abgebrochen ist, ihm den Anpressdruck, den nötigen Anpressdruck genommen hat, um die Kurve zu schaffen. Und so ist er mit 300 km/h in die harte Mauer geprallt. Da waren keine Reifenstapel und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass sein Genick gebrochen ist und er schwere innere Verletzungen davon getragen hat. Und das wiederum hat schließlich zu seinem Tod geführt, noch an der Rennstrecke. Als die Fahrer an ihm vorbeigefahren sind, wussten sie schon, dass das ein sehr schwerer Unfall war. Damon Hill hat gesagt, als er gesehen hat, wie Roland Ratzenberger da bewegungslos lag und relativ schlaff mit dem Kopf zur Seite da lag, da wusste er, dass es ganz, ganz schlimm ist und auch die anderen Fahrer. Denn normalerweise sieht man ja, wenn ein Fahrer sich bewegt nach einem Unfall oder vielleicht sogar direkt aussteigt, dass alles gut ist. Aber wenn es dann doch länger dauert und er sich im Cockpit nicht bewegt, nicht aussteigt und ja, die Sanitäter um ihn herum stehen, dann weiß man, dass da wirklich was Schlimmes passiert ist. Alle waren schockiert und standen mit offenen Mündern im Fahrerlager da. Sie konnten es nicht glauben. Sie konnten nicht glauben, was sie da sahen. Denn der letzte tödliche Unfall in der Formel 1 war zu diesem Zeitpunkt schon 12 Jahre her. Das war Riccardo Paletti beim Großen Preis von Kanada 1982. Und deswegen glaubte niemand, dass da irgendjemand noch in der Formel 1 sterben kann zu diesen Zeiten. Aber es ist bei Roland Ratzenberger passiert und es war der Auftakt zu einem Horrorrennwochenende, das so in der Form nie wieder sich wiederholt hat. Denn am Tag darauf starb, wie wir alle wissen, auch noch der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna, die große Legende. Und deswegen ist dieses Imola-Rennwochenende als das schwärzeste Rennwochenende der Formel 1-Geschichte eingegangen. Warum dieses Teil von Roland Ratzenbergers Frontflügel schließlich abgebrochen ist, das weiß man bis heute nicht genau. Man weiß nur, dass 2 von 4 Schrauben schließlich gefehlt haben und wahrscheinlich irgendwo gebrochen sein mussten. Ob da dieser erste Ausritt ins Kiesbett bzw. neben die Strecke irgendwo verantwortlich war, das kann man nicht mehr rekonstruieren. Vielleicht war es auch irgendein anderer Curb, über den Roland Ratzenberger gefahren ist und der schließlich vielleicht dafür verantwortlich war, dass diese Schrauben gebrochen sind und dass dieser Unfall schließlich passiert ist. Nach dem Unfall kam Bernie Ecclestone direkt zu dem Team Simtek, zu dem Gründer Nick Wirth und hat ihm das persönlich mitgeteilt, dass Roland Ratzenberger gestorben ist und Nick Wirth hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Dass jemand in dem Team, wofür er die Verantwortung hat, tödlich verunglückt, das war ja für ihn einfach ein so großer Schock, dass es ihn bis heute noch verfolgt, wie er oft sagt. Und das ist ja auch irgendwo klar, das kann man verstehen. Aber so tragisch das Rennwochenende in Imola auch war, es hatte Folgen, die die Sicherheit in der Formel 1 unfassbar verbessert haben. Aber nicht nur in der Formel 1, sondern auch im Straßenverkehr. Das hat der FIA-Präsident Max Mosley einst gesagt. Er hat Folgendes gesagt. Dieses Wochenende in Imola war der Katalysator für einen Wandel auf den Straßen, der buchstäblich und ohne jeden Zweifel Zehntausende Leben gerettet hat. Das ist die Wahrheit. Ohne diesen Auslöser wären wir nie nach Brüssel gegangen. Es gäbe kein europäisches New Car Assessment Program, keine modernen Crashtests. Ja, also man kann vielleicht sagen, dass Roland Ratzenberger und Ayrton Senna buchstäblich Zehntausenden Menschen das Leben gerettet haben. Und das ist ja auch irgendwo was Schönes. Roland Ratzenberger ist auf jeden Fall bei dem gestorben, was er am meisten geliebt hat. Johnny Herbert, ein Wegbegleiter von ihm, der auch das Formel Ford Festival ein Jahr vor Roland Ratzenberger gewonnen hat, hat gesagt, er liebt die Formel 1 einfach und das war immer sein großes Ziel, sein großer Traum, auch wenn er eben schon so viel Erfolg in Japan hatte. Er wollte in die Formel 1 und das Ziel hat er nie aus den Augen gelassen und er hat es dann letztendlich auch geschafft. Dass dieser Unfall am dritten Rennwochenende der Saison 1994 dann passiert ist, ist einfach unglaublich tragisch und man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Aber man kann Roland Ratzenberger in Ehren halten und ihn nicht vergessen. Denn ja, im Schatten von Ayrton Senna, der dann einen Tag später gestorben ist, passiert es
ja, manchmal, dass Leute Roland Ratzenberger nicht vergessen, aber halt vielleicht mehr irgendwie dieses Wochenende steht für den Tod von Ayrton Senna. Aber Roland Ratzenberger, den darf man da nicht vergessen. Und deswegen habe ich dieses Video jetzt auch gemacht, eine Woche nach meinem Senna-Video, damit dieses Imola-Wochenende auch ja gebührend hier behandelt wurde auf YouTube und ich die Geschichte auch richtig erzählt habe. Auf dem Grabstein von Roland Ratzenberger auf dem Friedhof Maxglan in Salzburg steht folgende Inschrift: Verunglückt am 30. April 1994 beim Training zum Formel-1-Lauf in Imola. Er lebte für seinen Traum. Ja, das war die tragische Geschichte von Roland Ratzenberger und ich wollte sie eben euch unbedingt auch noch erzählt haben. Ich hoffe, euch hat das Video inspiriert oder ja, ihr habt euch dadurch nochmal an Roland Ratzenberger zurückerinnert. Ich bleib für euch am Ball in der Formel 1. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.